Hallo liebe Bienenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit den schwarzen Bienen. Ja, ich habe sie tatsächlich, die dunklen Bienen, aber dazu nachher später noch ein bisschen mehr. Jetzt schauen wir erstmal zum Bienenkorb, der stand hier oben und steht jetzt leider nicht mehr da, sondern ist in meiner Hand. Und wer meine Bienenvideos verfolgt, der weiß, dass ich die sehr naturnah halten möchte. Und eine Variante stellt der Bienenkorb dar mit seiner runden Form, die Größe so ungefähr wie eine natürliche Baumhöhle. Und die Bienen, die können hier auch natürlich drin bauen. Hier haben sie schön akkurat gerade gebaut, so mag es der Imker. Aber auch kreuz und quer, schöne geschwungene Waben mit Durchgängen dazwischen. Doch eigentlich ideal für die Bienen. Ja, und so ideal haben die sich auch anfangs hier entwickelt. Der Fegling von der Backfassbiene hat gleich im Frühjahr einen Schwarm gebildet. Der erste Schwarm ist mir, du erinnerst dich vielleicht noch, abgehauen da oben in die Fichte. Den habe ich der Natur geschenkt. Und der zweite Schwarm ist hier unten im Busch gelandet. Und den konnte ich dann in meine Baumbeute einschlagen. Jedenfalls diese Backfastbiene, die hat es nicht geschafft. Jetzt kann man mutmaßen, woran es lag. Tatsache ist, dass hier Räuberei im Gange war. Das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Im letzten Jahr hatte ich hier das Flugloch verengt mit einem Fliegengitter. Und da konnten die sich recht gut wehren. Und Tatsache ist auch, dass die Nahrungssituation in diesem Jahr sehr schlecht war. Also alle Imker, die werden das bestätigen, dass die Trachtlage nicht so sonderlich gut war und die Imker müssten zwischendurch füttern. Hier kann man nicht mal zwischendurch schnell eine Durchsicht machen, aber man kann ein bisschen, wenn man von unten reinschaut, sehen, ob da noch was glänzt, ob da verdeckelte Brut ist, wie das Volk in Gange ist. Das kann man schon ein bisschen kontrollieren. Glücklicherweise habe ich ja auch diese Varree-Beuten mir zu eigen gemacht, habe die extra gebaut. Da kann ich auch Waben ziehen. Und hier habe ich schon sehr zeitig festgestellt, dass die Bienen nicht mehr ausreichend Vorräte haben und habe dann mit Honig nachgefüttert. Und zum gleichen Zeitpunkt haben auch die Bienen im Bienenkorb und in der Klotzbeute Honig bekommen. Aber leider hat es doch nicht gereicht. Ja, das ist immer schwierig, sich da auf eine Ursache festzulegen, warum das Bienenvolk jetzt gestorben ist. Das sind einfach viele kleine Faktoren, wie die ausgeräumten Landschaften und natürlich auch die Varroa-Milbe. In diesem Fall habe ich die zwar kontrolliert, habe auf 200 Bienen 7 Milben festgestellt und das war noch keine Schadschwelle, wo ich jetzt gesagt hätte, ich behandle. Aber auch das spielt halt mit rein, dass das Bienenvolk entsprechend geschwächt war. Und warum kann ich trotzdem noch so entspannt sein? Ja, in der Natur würde genau das Gleiche stattfinden. Die stärkeren Völker würden die schwächeren ausrauben. Die würden den Nektar mit in ihre Völker mit rübernehmen. Und auch die verbleibenden Bienen würden sich dort in die Völker mit einbetteln und so auch die Bienenmasse verstärken. Also in Summe ist hier im Umkreis die gleiche Anzahl an Honig und an Bienen geblieben. Das, was der Imker durch imkerliche Maßnahmen macht, dass er dann Völker vereinigt, das machen die Bienen auch in der Natur. Natürlich muss man auch eins noch bedenken, die Bienen verbreiten natürlich auch Krankheiten, gerade wenn das ein geschwächtes Volk ist, verbreiten die dann auch in die gesunden Völker die Krankheiten, das muss man natürlich auch bedenken. Aber auch in der Natur gibt es da keine Polizei, die das verhindert. Die Krankheiten gehören zu dem Ökosystem dazu. Als ich den Verlust bemerkt habe, war ich noch relativ entspannt, denn der Bienenkorb hat mir einen kleinen Schwarm geliefert und der hat sich super schnell entwickelt. Aber auch hier ist inzwischen der Flugbetrieb eingestellt. Es waren reichlich Wespen da und nur noch ein paar Bienen. Hier habe ich erstmal das Flugloch geschlossen und will jetzt nachschauen. Ich gehe davon aus, dass da nichts mehr ist, dass ich jetzt zur Sicherheit das Wachs rausräumen muss. Ich sehe gerade, hier war ich ein bisschen unachtsam. An diesem kleinen Löchlein hier, da fliegen die Wespen schon ein und aus. Ein paar Bienen kann ich hier sehen neben den Wespen, aber das werden keine vom Bienenvolk hier sein, sondern ich denke mal auch Räuber, die hier unterwegs sind.
Pollen war noch etwas eingelagert. Der Nektar ist hier noch, zum Teil ist noch was Verdeckeltes. Hier verdeckelte Brut, Nektar. Ja, da wünscht man sich natürlich eine Beute mit beweglichen Rähmchen. Da hätte man vorher schon nachschauen können. Und hier passiert doch sehr viel über Fluglochbeobachtung und weniger mit Unternehmen, mehr durch Unterlassen. Aber sehr schön auch zu sehen, wie der Naturwabenbau hier vollzogen wurde. Sehr schön zu sehen, wie hier Gassen gelassen wurden, damit die Bienen von einer Wabe zur anderen klettern konnten. Ja, und wer meint, oh, das sind doch noch Bienen, ja, das ist aber kein Volk, was so noch überleben kann. Mal sehen, vielleicht finden wir die Königin noch. Auch hier ein kleiner Kranz mit Honig. Wenigstens ein bisschen Honig kann ich hier ernten und natürlich auch Wachs für die Kerzenherstellung. Bevor hier noch mehr Bienen auftauchen, die räubern wollen, werden erstmal die Waben bienendicht verschlossen. Jetzt habe ich die Stockmutter, die Königin, doch noch hier gefunden. Nun ist sie mir aber weggeflogen. Was hätte ich mit ihr machen sollen? Sicher hätte man die greifen können und einem Ableger zusetzen können. Aber sind diese Erbanlagen überhaupt erhaltenswert? Das ist ja gerade die Krux, dass der Imker durch seine Maßnahmen Bienen vermehrt, die in der Natur gar nicht überlebensfähig werden. Und noch ein Stück weiter gedacht, das hier waren Nachkommen von der Backfastbiene, im Prinzip eine Kunstrasse, gezüchtet aus verschiedenen Unterarten und hingezüchtet auf starke Volksentwicklung, auf großen Honigertrag. Die haben wunderbar und schnell mit ihrem Honig dieses Wabenwerk ausgebaut, sind aber züchterisch so weit entfernt von der Ur-Honigbiene, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Haus zu halten. So ist meine Auffassung. Die Urbiene, die hat die Bruttätigkeit verringert, wenn nicht genügend Nahrungsangebot war. Das ging so weit, dass die auch die Bruttätigkeit komplett eingestellt hat. Und das sind halt Eigenschaften, die bei dieser Kunstrasse hier gar nicht mehr zu sehen sind. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass die das hier nicht geschafft hat. Aber eigentlich hatte ich vor, in dieses doch recht gut entwickelte Volk dann eine dunkle Biene einzuweiseln. Und dann hätte ich hier einen guten Start gehabt in diesem natürlichen Baumstamm. Aber es sollte irgendwie nicht so sein. Und ja, jetzt rede ich mir das auch wieder schön, vielleicht ganz gut so. Und obwohl das Naturwabenbau war, kann zum Beispiel die Anordnung der Waben und auch die Größe der Zellen schon anders sein, als die auch einst die Urbiene so betrieben hat. Also den Baumstamm werde ich deswegen nicht aufgeben. Vielmehr ist der Plan, die Beute jetzt zu reinigen, dann zu verschließen. Und wenn es dann die Bienen so wollen, dann wird hier ein Schwarm einziehen oder vielleicht einen Ableger gezielt einziehen, dann aber mit der dunklen Biene. Und wenn du es mitverfolgt hast, ich habe ja angefangen mit zwei Feglingen der Backfastbiene. Der eine im Bienenbaum, da waren die Mäuse im Winter am Werk und der Bienenkorb, der ja jetzt einen Schwarm gebildet hat, aber leider das Muttervolk wie auch der Schwarm eingegangen sind. Und da war noch der Ableger vom Steffen, im Prinzip eine Landbiene. Das waren eine kleine Handvoll Bienen, die eine Viertel-Varezage besetzt haben. Und das Volk, das hat sich ohne mein Zutun super entwickelt. Wahrscheinlich sind diese Landbienen durch die natürliche Selektion und durch die Vermehrung, durch den natürlichen Schwarm schon ein bisschen angepasst. Und es konnten dann nur die Bienen überleben, die auch wirklich mit dieser Nahrungssituation und hier in dieser Region klarkamen. Auch dieses Volk wurde nicht mit Säuren behandelt. Ja, und heute möchte ich einfach mal schauen, wie die
Futtersituation hier drin ist. Hier kann man natürlich viel leichter reinschauen. Also gut, dass ich mich habe auch überzeugen lassen, nicht nur im Bienenkorb und nur in der Klotzbeute zu imkern. Ein bisschen Lavendelöl auf die Hände. Das hier ist ein Volk, ja, schon ein bisschen stechlustiger. Angefangen hatte ich mit Nelkenöl, ein Tuch Nelkenöl mir um den Hals zu legen. Das vertreibt die Bienen ein bisschen. Das hat aber auch meine Frau vertrieben. Die mochte diesen Geruch gar nicht. Und das Lavendelöl, das sollen die Bienen angeblich mögen. Und auch wenn eine Biene mal sticht, das soll diesen Geruch, die Pheromone, dann ein bisschen überlagern. Ja, wenn man nur dran glaubt. So, wie ich vermute, werden die das hier ziemlich zugekittet haben. Eine Varroa-Beute habt ihr sicher schon mal gesehen. Da ist ein Dach drauf, darauf befindet sich das Kissen. Und hier oben könnte man jetzt Waben ziehen. Das lasse ich soweit drauf. Ich möchte einfach mit der Kippmethode einmal runterschauen. Die Zargen ein bisschen anlupfen. Um das zu verhindern, dass das Wabenwerk dann von unten mit hochkommt, kann man einmal mit einem Draht, mit einer Drahtschlinge durchziehen. So, hier sehe ich verdeckelten Honig. Ah, die Mädels werden aber schon ein bisschen ungnädig. So, ein bisschen Nieselregen, dass die sich verziehen. Natürlich hätte ich auch von hier oben rangehen können und die Waben ziehen, aber am Anfang haben die ein bisschen wild gebaut und es würde auch sofort die warme Stockluft hier raus entweichen. Da reicht mir die Kippmethode, um zu erkennen, dass die noch Futter brauchen. Allein schon das Gewicht. Also die bekommen noch Honig von mir zugefüttert. Da ich meine Bienen naturnah halte, ist genau genommen das, was ich jetzt mache, das Zufüttern, schon wieder nicht naturgemäß. Die Biene kann sich nicht selbst selektieren. Oder das Flugloch, was ich hier verengt habe, auch das ist nicht naturgemäß. Ich bin der Ansicht, über die vielen Generationen, in der die Imker die Bienen züchterisch selektiert, verändert haben, hat sich diese Biene so weit verändert, das ist ein Gemisch aus verschiedenen Unterarten, die auf Honigleistung, auf Sanftmut getrimmt sind. Und das ist wohl kaum die Biene, die in der Natur oder auch in der extensiven Bienenhaltung so überleben könnte. Und das ist sie nun, die dunkle Biene. In dem Fall aus Schweden. Die einheimische dunkle Biene aus Deutschland, die ist tatsächlich ausgestorben. Da haben einige unserer Nachbarländer das besser, so wie in der Schweiz oder in Österreich oder eben in Schweden. Da gibt es noch Vorkommen. Und die können halt ihre Apis mellifera mellifera, diese Unterart, die spezielle Linie, die sie dann dort auch haben, weiter pflegen. Bei uns in Deutschland haben wir halt nur die Möglichkeit, uns aus Nachbarländern welche zu importieren. Und mein Ziel ist es, die hier einheimisch zu machen, die sich regional anpassen zu lassen.
Und inzwischen verfolge ich zwei Richtungen. Einmal den Imkerweg, also mit der dunklen Biene hier imkern zu können, eine entsprechende Bienendichte auch hier hinzubekommen, sodass man eine Schwarmimkerei betreiben kann. Und die zweite Richtung wäre, die dunkle Biene wieder anzusiedeln, also irgendwann mal in 20 oder 30 Jahren, aber einfach dafür die Voraussetzungen schon mal zu schaffen, in Schutzgebieten die dunkle Biene auch wild sich wieder ansiedeln zu lassen. Ja, Fluch und Segen zugleich, dass die dunkle Biene bei uns in Deutschland nicht mehr vorhanden ist. Fluch, dass wir, da sie ausgestorben ist, die nicht weiter erhalten können. Aber auch Segen, wenn wir nämlich schauen, wie es in Österreich und in den Schweiz mit den Vorkommen aussieht, die sind sehr isoliert in ihren Schutzgebieten, auch zum Teil schon züchterisch verändert durch die Imker, sodass die Grundvoraussetzungen, die die dort haben, durch die Inzucht haben sie inzwischen mit Krankheiten wie mit der Kalkbrut zu kämpfen. Also diese Problematik stellt sich bei so einer Neuansiedlung nicht, denn wir können ja Unterarten aus verschiedenen Herkünften hier zusammenbringen. Und wenn die sich verkreuzen, dann wird die genetische Vielfalt viel breiter aufgestellt. Ja, wunderschön sieht man hier, die sind auch am Pollen eintragen. Da, wo du noch gelbe Schwestern siehst, der Johannes, der hat die in die Ligustica eingeweiselt. Also das sind dann noch ältere Schwestern, die dann Stück für Stück absterben und die neuen dunklen Generationen kommen dann nach. Hier habe ich noch ein bisschen stärker eingegriffen, um Räuberei zu verhindern. Da habe ich einen Rahmen mit Fliegengitter vorgesetzt. Und die Wespen oder die Räuberbienen, die wollen direkt hier ins Flugloch reinfliegen und werden immer von dem Fliegengitter abgehalten. Die Stockbienen, die haben irgendwann nach einem Tag diesen kleinen Ausgang hier oben gefunden, haben sich entsprechend neu eingeflogen und somit sind die super geschützt vor Eindringlingen. Hier genügt es mir, einfach hinten durchs Fenster zu schauen. Hier sehe ich auch an der Seite glänzt es ein bisschen frischer eingetragener Nektar, zum Teil auch verdeckelt. Einmal das Dach abgenommen. Dann gelangen wir zum Kissen, die Isolierschicht. Und darunter habe ich jetzt sitzen eine Futterzarge. Hier haben die Bienen auch Zugang. Da ist das Leintuch an der Ecke ein kleines Stückchen beiseite genommen. Das hier ist der Honig vom Abschäumen. Der Imker hat seine Völker auf amerikanische Faulbrut kontrollieren lassen. Und da ziehe ich den Honig einem Zuckerwasser doch vor. Für uns Menschen ist auch der Honig Medizin. Warum soll das nicht auch für die Bienen eine Medizin sein? Damit die Bienen wieder rausklettern können, bekommen die hier noch Kletterhölzer mit rein. Im Moment ist der Honig auch so fest, dass sie hier drauf rumlaufen können. Aber sobald es warm wird, kann sich die Situation verändern. Und mit dieser Methode kann ich ohne Räubergefahr und ohne groß die Bienen zu stören, kleine Mengen Honig nachfüttern. Honig einfach, weil er viel gesünder ist, meine ich, für die Bienen. Und Honig deshalb, der muss nicht groß umgearbeitet werden und kann jetzt auch noch Mitte Oktober im Notfall zugefüttert werden. Herrlicher Flugbetrieb und dann ein Hilfsmittel, wenn mal kurze Zeit Räuberei ist. Flugloch habe ich schon verengt und zusätzlich
noch eine Glasscheibe davor gestellt. Die Räuberbienen, die fliegen auch hier gegen, aber das haben die recht schnell raus und kommen dann seitlich auch ins Flugloch rein. Aber um die zu irritieren, kann das mal eine Zeit lang helfen. Ich mache keine komplette Durchsicht, sondern einfach mal an der Seite schauen, wie es mit dem Honigvorrat aussieht. Sehr schön zugekittet hier an der Seite. Man merkt auch die Wärme, wie hier die Stockluft entweicht. Also einmal weniger nachschauen, schont da schon das Volk, ne? Sehr schöner Naturwabenbau. Die Waben kann man jetzt nicht einfach über Kopf drehen. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Hier an der Seite haben sie noch gar nicht gebaut. Anfangs hatte ich diese Oberträger mit einem Schaschlikspieß versehen. Das haben sie mal angenommen, mal nicht. Jetzt habe ich diese Dreiecksleisten ausgesägt und neuerdings schleife ich diese spitze Kante auch noch mal ein bisschen glatt. Und da halten sie sich schon ganz gut dran. Die ist komplett leer. Und die ist fast leer. Also hier wird noch mal Honig zugegeben. Das mache ich im Glas, kleine Stöckchen rein, dann können Sie gleich wieder rausklettern. Und schöne lange auch, damit die gleich zur Wabe hinklettern können oder entsprechend an die Beutenwand. Wieder die Abstände herrichten. Das hier, Armin, ist ein Mini-Plus-Ableger, den ich hier in die Barré-Beute umgesiedelt habe. Ja, verteidigungsbereit sind sie auf alle Fälle. Jetzt wird hier sogar noch gebaut. Die wollen wir gar nicht stören in ihrer Bautraube, aber auch die bekommen noch mal einen Schlag Honig. Hier an der Seite kein verdeckelter Honig zu sehen. Jetzt macht mal Platz. Auch da die Stöcker zum Rand hin und zur Wabe hin ausgerichtet, dann können die das viel schneller einlagern. Ordnung wiederhergestellt, nicht lange stören.
Da mache ich es mal ein bisschen anders. Da stelle ich eine Zarge unter. Da passt dann wunderbar das Glas noch mit rein. Was du hier noch schön sehen kannst, ich gehe jetzt dazu über, die Ecken, diese kalten Ecken noch zu entschärfen. Da werden Dreiecksleisten eingeschraubt. Und jetzt ist das zwar etwas komplizierter beim Wabenbau. Ich habe hier kürzere und längere Waben, aber es entspricht doch eher der Baumhöhle und dieser runden Form weniger kalte Ecken. Ja, zurück zur Fütterung. Auch hier Stöckereien, die werden zur Beuteninnenwand dann ausgerichtet und dann können die dort hochklettern und die wird einfach untergesetzt. Wesensgemäß imkern zu wollen und die Bienen so wenig wie möglich zu manipulieren und trotzdem die dunkle Biene einzusetzen und hier wieder anzusiedeln, das ist ein Riesenspagat und ja, nicht alles, was ich tue, ist für mich wirklich wesensgemäß. Ableger hier zum Beispiel vorzuhalten, um dann dort auch die dunklen Königinnen einweiseln zu können. Ein Ableger zum Beispiel hier, da habe ich einen Freiluftkunstschwarm gebildet und somit haben wir ein junges Volk gebildet. Das könnte auch mit einer dunklen Königin passieren. Damals, wie ich es ausprobiert habe, hatte ich leider noch keine dunkle, aber das wäre jetzt für die nächste Saison eine sehr naturgemäße Variante, um so eine Königin, um ihren Volk zu geben. Es ist keine Kellerhaft notwendig, es ist kein Außenbienenstand notwendig. Also das kommt auch mir als Bienenhalter da sehr zugute. Ja, also das ist zum Beispiel das linke Volk und auch das gefällt mir nicht. So gefühlte 3 bis 4 Meter entfernt steht schon das nächste Bienenvolk. Mein Ziel ist es ja, 30 Meter oder 100 Meter weit entfernt erst das nächste Bienenvolk zu haben. Aber auch hier gehe ich dann Kompromisse ein, einen Schwarm geschenkt bekommen und der muss auch irgendwo einquartiert werden. Ja, und der findet dann halt hier Platz. Zwar doch noch in einem recht großen Abstand, aber nicht wirklich dem Wesen gemäß. Eine Möglichkeit wäre dann noch im Herbst in solche Ableger die Königin der dunklen Biene einzuweiseln. Da gibt es einmal eine Variante mit dieser Zweitschlupfzelle, also man imitiert hier eine Weiselzelle und die begattete Königin kommt hier rein und dann entsprechend in einen weisellosen Ableger. Das habe ich mit 2 solchen Ablegern probiert und es ist zweimal nicht gelungen. Eine weitere Variante ist auch dieses gelbe Absperrgitter. Zu beiden Methoden gibt es schon zahlreiche Videos auf YouTube und Anleitungen. Das mit diesem gelben Käfig, das hat wohl sehr gut geklappt. Also von einem Versuch hat einer geklappt. Ja, und auch das sind so Manipulationen an den Bienen, die ich hier durchführe, die mir nicht ganz so geheuer sind. Aber im Moment wüsste ich keinen anderen Weg, um mein Vorhaben umzusetzen. Natürlich könnte man auch einen ganz anderen Weg gehen und könnte sagen, die Bienen, die jetzt hier ohne menschliches Zutun, die überleben halt und diese Bienen, die so robust sind, die könnte man dann auch auswildern in ein Schutzgebiet und dann ist da wieder eine wilde Honigbiene. Ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Weg. Das wäre dann keine wilde Honigbiene, nicht die autochthone, einst einheimische Bienen Unterart, sondern das wäre eine verwilderte, eine feral lebende Honigbiene. Und fraglich ist auch, ob die vielen Ureigenschaften, die die Biene mit sich bringt, ob die dann automatisch auch wieder in diesen verwilderten Bienenvölkern sich durch Anpassung wieder herausbilden. Ich denke, wirklich sehr, sehr schwierig. Und wenn du das spannend findest,
dann würde ich mich sehr freuen, wenn du in einem der nächsten Videos mal wieder reinschaust. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zu guter Letzt gab es dann noch feinsten Presshonig von den letzten Honigwaben.